Geschafft. Gute Landung, Eulette. Schadensmeldung? Endlich bin ich angekommen. Also, wo ist dieser Mondkristall? Hey! Was macht sie da? Sieht irgendwie nicht gut aus. Los, folgen wir ihr. Vielleicht sollte ich lieber hierbleiben und PJ Robo bei der Reparatur helfen. Danke, Gecko, aber es ist besser, wenn wir alle gehen. Wir wissen nicht, was Luna Girl dieses Mal vorhat. Alles okay? Naja, nicht wirklich. Weißt du, es ist... Ich war noch nie von zu Hause weg. Und hab Angst, dass wir hier festsitzen. Ich vermisse mein Zuhause. Kann ich gut verstehen. Mir ging's so, als ich das erste Mal bei Freunden übernachtet hab. War deine erste Übernachtung auf dem Mond? Trillion Kilometer weg von zu Hause? Nein. Ich sag dir was. Wieso bleibst du nicht hier und bewachst das Schiff, während PJ Robo es repariert? Sehr gute Idee. Okay, du hast jetzt das Kommando. Viel Glück. Zu den PJ Geländebikes. Viel Glück, Leute. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Aktiviere PJ Geländebike. Schalte um auf Helmkommunikation. Aktiviere die Helmkamera. Eulette an Gecko, hörst du mich? Okay, PJ Robo. Beginne mit der Transformation und los! Runter, Eulette. Hey, war der Krater beim letzten Mal schon da? Das ist kein Krater. Jemand hat das Loch gegraben. Es ist so tief. Was ist das? Katzenhorn. Da unten buddelt jemand. Los, Mondkristall für Meister finden! Ah, ich habe mich schon gefragt, wann die Pyjama-Plagegeister wohl auftauchen. Romeo? Warst du das, der durchs All geflitzt ist? Ja, ich habe meinem Labor nur ein paar Raketendüsen hinzugefügt und voila, hier bin ich. Ich will den Mondkristall ausgraben, damit ich all meine Geräte verstärken und die Weltherrschaft übernehmen kann. Der war gut, Meister! Aber du zerstörst den Mond! Meinen wundervollen, wundervollen Mond! Schon klar! Ich bin mir sicher, mein Roboter findet in Kürze noch einen Kristall! Super Gecko Schild! Das schon. Wow, der macht wohl, was er will. Ah, her damit. Er hört sowieso nur auf mich. Mondstab, zeig es diesen nervtötenden Pyjama-Helden. Ah, sieht aus, als könnte die Hilfe gebrauchen. Super Gecko-Muskel. Ich sagte, du sollst es ihnen zeigen. Ah.
Schnell, zurück zum Schiff. Wir nehmen den Kristall mit. Wir können ihn nicht Luna Girl überlassen. Du hast gesehen, wie gefährlich das Ding ist. Fliegen wir dann jetzt endlich zurück nach Hause? Ja, zu den Geländebikes. Juhu! Wie sieht's mit dem Schiff aus? Gute Arbeit, PJ Robo. Fliegen wir nach Hause. Keine Eile. Langsam gefällt mir das Weltall. Okay. Bis dann, Wauwau. Ja! Hab dich! Mach Platz für den König! Ich hab meinen Stock! Mir geht's gut! Oh nein! Schon gut, wir machen das! Oh oh! Schließ die Tür! Super Gekomuskel! Wölfi sicher! Also gut, setzen wir den großen Kerl wieder zusammen. Der Knochen kommt vielleicht dahin. Und der kommt wohl darüber. Und der Kleine gehört dorthin. Da! Da! Und der da! Dort. Und der da noch einer! Aber die winzigen Vorderarme gehören doch zum T-Rex. Und die Riesenflügel zum Pteranodon. Wir schaffen das. Es ist nur wie ein großes Dino-Puzzle-Spiel. Erledigt. Gar kein der Gecko. Es ist nicht perfekt. Das ist eine Dino-Katastrophe. Hä? Wo sind die Wölfis hin? Huh? Wow, die Knochen sind auf einmal lebendig. Scharfe Krallen, fletschende Zähne. Das Ding sieht aus wie ein ziemlich alter Wolf. Hä? Haben Wölfe wirklich Flügel? Nein, Kevin. Aber abgesehen von den Flügeln sieht er aus wie ein Wolf. Mein neues Haustier, ein Wolfosaurus. Hey, komm da runter. Diese Knochen sind prähistorisch. Das bedeutet alt. Los, PJs. Super Eidechsengriff. Was ist das? PJ Robo. Schnecke? Oh! Catboy, Gecko, was ist hier los? Unglaublich. Die PJs sind kraftlos. Das heißt, ich kann tun und nehmen, was ich will. Wir müssen zurück zum Hauptquartier. Verfolgt sie! Ihr anderen, holt euch die Gebäude. Die ganze Stadt! PJ Robo hat angerufen. Er hat irgendwas am Hauptrechner gemacht. Da war so eine Art Kristall. Kristall? Den habe ich noch nie gesehen. Vielleicht haben wir deshalb unsere Kräfte verloren, wegen etwas, das PJ Robo getan hat. Oh je, vielleicht ist er doch noch nicht bereit, der PJ Mask zu sein. Worauf wartet ihr noch? Fangt sie! Wir kommen nicht rein. Es ist abgeschaltet. Die Türen öffnen sich nicht. PJ Robo! Warte, Catboy. Er hat doch versucht, mich anzurufen. Was er auch getan hat. Er wollte uns nur helfen. Glaubst du? Thank you.
PJ-Robo retten wollen. Die PJs bringen mich an mein Ziel? Das war echt ein Kinderspiel. Ha! Ich bin gut in diesen Rätseldingen. Können wir nicht einfach versuchen, die Höhle zu finden? Es sind überall Ninjalinos, Gecko. Selbst wenn wir in die Nähe von PJ Robo kommen, würden sie ihn woanders hinbringen. Wahrscheinlich. Da muss der Ring sein. Seid vorsichtig, Leute. Und wo sollen diese Fallen sein? Ich kann sie nirgendwo sehen. Super Katzenstreifen! Ich hab die Fallen gefunden. Mich werden sie aber nicht erwischen. Super Eulenflügel! Drachenzungenklatscher! Ich weiß nicht, wo die Löcher hinführen und will es auch nicht herausfinden. Eulenflügel! Sind wir jetzt in Sicherheit? Gecko, was tust du da? Wo ist der kleine Roboter? Jetzt hat er Spezial-PJ-Farben. Er liebt es, hier zu sein. Er hat den Hauptrechner benutzt, hat sich die Fahrzeuge angesehen, das Hauptquartier erkundet. Das Hauptquartier erkundet? Was, wenn Romeo ihn wieder kontrollieren kann? Nee, wir haben die Robotersteuerung. Er hat eine neue gebaut und sie ist riesig. Aber er will in unserem Team sein. Ist das Teil eingeschaltet, hat er keinen eigenen Willen mehr und wird alles tun, was Romeo sagt. Und der lässt ihn das Hauptquartier zerstören. Das Hauptquartier zerstören? Wenn wir ihn behalten wollen, müssen wir die Steuerung kaputt machen. Sollte Romeo doch die Kontrolle über ihn gewinnen, könnten wir versuchen, ihn damit zurückzuholen. Eine Steuerung gegen eine andere? Ja, besser als nichts. Los, komm! Okay, aber... Ich weiß, der Katzenflitzer ist cool. Es wäre sicher gut, wenn PJ Robo zu unserem Team gehören würde. Glaubst du wirklich, Romeo könnte ihn übernehmen? Ich hoffe nicht. Wir müssen sicherstellen, dass PJ Robo auf unserer Seite ist. Gar kein der Gecko. Die ist riesig. Bleib hier, Kleiner. Also gut. Catboy, du setzt dein Katzentempo ein und... Oh nein! Sie ist fertig! Sie wird... Die Kontrolle übernehmen? Nee, das ist nur ein gewöhnlicher Kraftfeldwerfer. Aber wir haben dich sagen hören, es wäre... Eine Super-Robotersteuerung. Teil meines Plans. Genauso wie auch mein Minibot. So ein niedlicher, süßer Robo. Ich wusste, ihr würdet ihn behalten wollen. Also habe ich eine Steuerungsattrappe gebaut und darauf gewartet, dass ihr in die Falle tappt. Roboter? Dank meiner Genialität sind sie extra lecker geworden. Aber es gibt eine winzig kleine Nebenwirkung. Naja, gigantisch trifft's eher. Was du vorhast, Romeo! Ich verfüttere meine großen Häppchen, bereits patentiert, an alle Tiere der Stadt. Dann habe ich meine eigene gigantische Haustierarmee und übernehme die Weltherrschaft. Damit wirst du nicht durchkommen. Ach, das sagt ihr doch jedes Mal. Passt mal auf. Mach Sitz, Eidechsensaurus. Meister, euer Labor? Oh, sag jetzt nicht, dass ich sie im Labor vergessen habe. Ah, da sind sie ja. Schrumpfleckerli. Ah, hey, Lionel, wollen wir spielen? Vergiss es, Eidechsenfuß. Auweia, ihr
Jetzt ist er wieder der gruselige Saurier. Eulette, hol die Schrumpfleckerlis. Wir halten das Monster auf. Los, komm, Gecko. Super, Katze. Halt! Er ist doch kein Monster. Er ist Lionel, mein Freund. Jetzt nicht mehr. Sieh dir nur die fiesen Beißer an. Ich rede mit ihm. Ich krieg das wieder hin. Wo ist mein Lionel Winel Woo? Seht ihr? Er erkennt mich. Oder er zerstört einfach nur gern Sachen. Oh. Nein, er will nur Stöckchen spielen. Eulette, pass auf! Super Eulenflügel! Super Gecko-Muskeln! Gut gefangen. Okay, super Katzentempo. Ich hab ihn! Super Gecko-Muskeln! Eulette, nimmst du mich mit? Na, Logo! Setz mich genau auf der Abrisskugel ab. Vorsicht! Oh. Okay! Okay! Wow, tolle Idee! Während du die hier aufhältst, helfe ich so lange Gecko. Er hält die Kugel auf, Meister? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! So, Riesenflipperkugel, jetzt bekommst du es mit mir zu tun. Los, kämpfen wir! Super Gecko-Muskeln! Wohl eher Super Eidechsengriff! Gecko! Alles okay, Gecko? Aha. Mir ist nur ein wenig schwindelig. Vielleicht lagen wir falsch damit, dass wir gegen alles gewappnet sind. Puh, die erste Kugel hätten wir. Catboy, pass auf! Netter Versuch, PJ Masks, aber seht euch das an! Beide aufs Hauptquartier zu. Oh, sagtet ihr nicht, ihr werdet gegen alles gewappnet? Eine Kugel war eine Herausforderung. Die sind wie aus dem Nichts gekommen. Heute im Angebot... Klebeklatscher, Klebenachtisch! Oh, ich mochte den Nachtisch von denen. Neuer Ball! Los zur Sporthalle! Was machen wir jetzt? Du bist unsere Starspielerin, Eulette, und außer Gefecht. Die waren so schnell und ich steckte fest. Los zur Sporthalle! Aber deine Füße stecken fest. Wer braucht schon Füße? Team PJ, hier ist euer Star-Torwart. Noch immer im Spiel. Es sind zu viele Ninjalinos. Und nach Ninja hat irgendwas vor. Sieh nur. Finde raus was. Ich helfe Eulette. Eidechsenfuß, schön, dass du mir Gesellschaft leistest. Ja! Jetzt bringen wir mal etwas Schwung in die Partie. Hey, komm zurück. Boah, von hier oben kann er alles überblicken. Wie viele Spieler haben die? Keine Sorge, ich mach das. Tut mir leid, Jungs. An mir kommt ihr nicht vorbei. Wir müssen nicht an dir vorbei, sondern nur durch das Tor. Bereit, Ninjalinos? Lasst uns alles verklebe
klatschern! Ja! Wir springen, Leute! Wir springen! Bis zum Mond? Sie sagten, der Mond würde sie verwandeln. Vielleicht glauben sie, wenn sie näher an ihn herankommen, dass... Wow! Mehr Kräfte! Dichteres Fell! Meine Reißzähne werden länger, mein Verstand wird... Hoffentlich mal ein paar Ideen haben. Ja, schlauer! Verwandeln wir uns in echte Wölfe! Echte Wölfe? Die sind schon böse genug. Und wenn sie noch mehr Kräfte bekommen... Ich glaube nicht, dass Werwolfen so funktioniert. Wie willst du das wissen? Du bist eine Eule. Auch wenn es nicht funktioniert, werden sie dabei meinen Katzenflitzer schrotten. Es geht hier nicht nur um deinen Flitzer. Es geht immerhin um unsere Stadt. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Ich weiß, wie wir meinen Flitzer zurückbekommen. Treffen wir uns im Hauptquartier. PJ Robo, zeig mir, wo die Wölfis sind. Gecko, du musst das Seil werfen. Okay. Eins, zwei, drei, jetzt! Super Gecko-Muskeln! Dreh das Hauptquartier, PJ Robo! Flatternde Federn! Ich glaube, es hat funktioniert! Hey, ihr habt unser Auto geklaut! Das ist mein Auto! Ach ja, und warum sind wir dann darin zum Mond gesprungen? Hey, wie wär's mit den Mülltonnen? Ja! Ja! Die sind vielleicht gefährlich, aber ein bisschen Spaß muss schon sein. Fertig? Aufgepasst! Boom! Direkt in die Tonne! Super Katzentempo! Was? Ich bin zu schnell? Da habt ihr wohl recht. Pass auf! Bam! Gecko! Mond! Petboy, stopp! Ihn hat's erwischt! Oh nein, Eulette, pass auf! Nein! Das darf doch nicht wahr sein! Gecko, Eulette, ich weiß, ihr seid da drin. Oh oh, scheint, als hättest du deine beiden PJ-Freunde vermundrauscht. Also, das ist echt schade. Damit kommst du nicht durch, Luna Girl. Ich glaube, dafür ist es zu spät. Sorge, Freunde. Ich bring das in Ordnung. Also gut, meine treuen Untertanen. Schnappt ihn euch. Du bist der nächste Catboy. Festhalten, Leute. Katapult. Das war nicht übel, hä? Super Katzensprung! Oh Mann, dass ich das nicht mehr kann, habe ich ganz vergessen. Nette Sturzeinlage, Catboy. Der war gut, Meister. Bleib stehen, Romeo. Gib auf. Sonst was? Willst du mich etwa mit deinem Superschneckengekrabbel verfolgen? Superschneckengekrabbel. Noch ein guter Spruch, Meister. Du bist kein super irgendwas, Romeo. Und dein Schurkenkostüm sieht lächerlich aus. Oh, das tut weh. Du
hast recht. Ich wollte gut aussehen und die Welt stilvoll übernehmen. Und deine Kräfte würden an mir viel besser aussehen. Du bist die nächste, Vögelchen. Oilette, pass auf. Wow. Ah. Hey, seht euch das an. Keine Kräfte zu haben, hat sich doch noch ausgezahlt. Ja, Romeos Strahl hat nichts bewirkt. Ich schätze, weil es bei dir nichts mehr zu holen gibt. Noch besser ist, du hast mich ohne Superkräfte gerettet. Ziemlich heldenhaft, wenn du mich fragst. Genau so ist es. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ob mit oder ohne Kräfte. Geh mir aus dem Weg, Kätzchen! Dein Staubsauger des Verderbens ist Geschichte, Romeo. Roboter! Hilf mir! Gecko! Schnell, sonst entkommt er. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Catboy? Vergesst es. Es ist zu spät. Und außerdem, welcher Held hat schon ein Kuscheltier? Um ehrlich zu sein, ich hab eins. Sein Name ist Lionel Junior. Ich auch. Meins heißt Lady Käuzchenruf. Oder so hieß sie, bis Romeo sie geholt hat. Was? Er hat auch eure Kuscheltiere? Ich wollte nichts sagen, weil sonst sicher alle denken, ich bin ein Baby. Ja, ich auch. Oh Mann, seht uns an. Hätten wir uns nicht so viele Gedanken gemacht, wie peinlich wir sind, dann wären unsere Kuscheltiere noch hier. Was machen wir jetzt? Wir holen sie zurück. Du hast recht. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Romeo. Komm schon, geh nach Hause, Catboy. Oder ich erzähle allen von dir und deinem geliebten Kuscheltier, Mr. Miau. Von mir aus? Aber tust du ihm was an? Kriegst du es mit mir zu tun? Und mit mir! Ha! Und mir! Ach ja! Wir danken dir für unser Kuscheltier. Halte sie auf, Roboter! Ich stimme euch zu, meine Ninjalinos. Armes Eidechslein. Dann mal los. Ninjalinos! Flatternde Federn! Ich hätte nichts dagegen, wenn Gecko uns helfen würde. Keine Angst. Wir schaffen das. Locker. Sie brauchen mich nicht. Das schaffen Sie locker. Ich habe hier sowieso noch eine Menge zu tun. Hey, ich bin ja schon fertig. Das war's mit den Klebeklatschern nach Ninja. Das seltsame Krummeln bringt den Berg zum Beben. Wird schon nicht so schlimm sein. Was ist da los? Euer kleiner grüner Freund hat alle meine Klebefontänen verstopft. Aber wenn der Berg Klebe klatschen muss, muss er Klebe klatschen. Was soll das heißen? Mögt ihr gigantische Vulkanausbrüche, bei denen so viele Klebeklatscher den Berg runterfließen, dass sie die ganze Stadt überfluten? Nein? Dann wird euch das nicht schmecken. Eidechsenfuß hat mir einen Gefallen getan. Da wäre ich nie drauf gekommen, obwohl ich böse bin. Gecko!
Leute. Die Fontänen sind dicht. Alles ist in Ordnung. Passt auf! Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Was machst du? Ich werde euch zeigen, dass ich es drauf habe, indem ich euch einfach alle besiege. Was du da sagst, würde normalerweise nur ein Schurke sagen. Langsam, Gecko. Er ist nur ein großes Kind. Er weiß nicht, was er tut. Noch nicht. Wir müssen ihn sofort aufhalten. Ich lass mich von ihm jagen. Und Gecko, kannst du ihn dazu bringen, nicht mehr zu rollen? Eulette, du fängst ihn mit deinen Eulenfedern. Vielleicht können wir ihn ja wieder zur Vernunft bringen. Hey, Gürteltill! Fang mich, wenn du kannst! Ich krieg dich, verlass dich drauf! Ich bin hier drüben! Komm schon, lahme Schnecke! Du wolltest uns zeigen, was du drauf hast. Wirst schon sehen. Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Super Gecko muss gehen. Jetzt übernehme ich Eulenfedern. Wir haben ihn. Gut gemacht, Leute. Er ist super stark, hat einen Schutzpanzer und er kann Tunnel graben. Von wegen, ich wäre nicht gut genug. Bald werde ich der einzige Held in der Stadt sein.